Wir sind im Forum Center, im Theater Center Forum, bei einem Stück, das sich sehr kriminell anhört. Ja, es ist also ein Krimi, aber es ist eine Kriminalkomödie. Es ist eine nicht alltägliche Mischung. Und ich denke, es wird spannend und unterhaltsam, und das soll es ja sein. Ohne viel zu verraten, was kann man von dem Stück sagen, was kann man erzählen? Also es gibt eine Putzfrau, die sehr klug ist, und dann passiert ein Mord, eigentlich dann später zwei, und der ermittelnde Inspektor, den kennt sie noch aus früher Jugend und meint immer so unbedingt mit Rat und Tat zur Seite stehen zu müssen. Mehr verrate ich jetzt aber nicht. Alles klar. Ich nehme mal an, dass die Putzfrau die Uli Fessel ist. So ist es. Die Uli Fessel spielt die Putzfrau. Das hat sie schon vor, ich glaube, ungefähr 10 Jahren einmal in der Komödie am Quai auch gespielt. Und ich habe mit ihr auch schon gearbeitet. Und sie ist eine tolle Schauspielerin. Und es hat richtig Spaß gemacht. Wie lange hat man da gebraucht, um dieses Stück so mit Vorlaufzeit zu... Also wir haben ungefähr 5 Wochen geprobt, täglich. Und ja, jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Ist das ein bisschen Anleihe genommen an zum Beispiel die Miss Mabel? Ein bisschen natürlich, weil es spielt auch in England, es spielt in London, hat also was Britisches, wir haben es auch halt vom Kostüm her halt auf Britisch gemacht. Natürlich, diese Dinge sind immer mit Agatha Christie irgendwo auch zu vergleichen, aber einen unmittelbaren Zusammenhang würde ich jetzt nicht sehen. Ja, ja. Gut, dann gibt es schon für die Zukunft schon wieder Projekte? Ja, ich mache jetzt dann Anfang November in der Tribüne Kaktus sucht Gießkännchen. Das ist eine österreichische Erstaufführung von einem deutschen Autor, der in Deutschland selber ein Theater hat und sich auch die Stücke selber schreibt. Und das bin ich jetzt dabei, also wir haben schon Strichprobe gemacht und bin jetzt dabei, also nächste Woche Mittwoch fange ich dann an zu inszenieren. Das wird sicher eine sehr lustige Geschichte, also Boulevard. Kann man sagen, das eine Stück hat begonnen und das nächste ist schon das nächste schon in Arbeit sozusagen, ja, ganz genau. Ja. Perfekt, dann bleibt mir eins übrig zu sagen, Hals- und Beinbruch. Wird schon schief gehen. Vielen Dank. Alle Türen absperren, nichts verändern und warten. Das schreibe ich mir lieber auf. Moment, das muss ich nicht machen. Die Leiche aus Mr. Loggins Zimmer ist jetzt hier. Und es ist Mr. Marshall, der Chef. Ein aufregendes Stück für mich überhaupt, weil ich bin eine so fürchterlich neugierige, widerliche Person eigentlich, also entsetzlich. Und die hat dauernd den Schnabel offen, und weil sie alles genau inspizieren will und so. Und hat natürlich sehr viel Text zum Lernen. Das ist auch aufregend. Ich glaube, das ist überhaupt ein bisschen spannend, so diese Krimis, die so ein bisschen britisch angehaucht sind. Ah ja, ich liebe es und ich bin froh, dass wir es versuchen, auf britisch hinzubekommen. Bitte schön, ein Beweis. Wir sind natürlich sehr... Very britisch. Das ist unser Premierengeschenk vom Regisseur. Das ist ganz toll. Ja, schon. Okay. Was ist so besonders an der Rolle? Naja, die tragt eigentlich das ganze Stück, also bis auf den Kommissar, der hat es noch schwerer, weil der muss die richtigen Fragen stellen. Ich muss eher mit den Antworten dazwischen plappern und alles durcheinander bringen. Und die weiß alles, sie findet alles, sie sucht alles. Sie ist eine widerliche Person. Wie gesagt, das Herz ist ein bisschen Richtung Agatha Christie. Ja, es ist ein bisschen in der Richtung. Ja, wir hoffen, dass wir das hinein
Geheimnissen. Wobei es nicht das erste Mal, dass Sie das Stück selbst spielen. Nein, ich habe es vor, wir haben nachgerechnet, jetzt weiß ich nicht, 9 oder 10 Jahren schon einmal gespielt. Mhm. Da war ich noch ein bisschen beweglicher, da bin ich da und unter den Schreibtischen herumgekrochen. Das mache ich jetzt eher stehend und mit neugierig ausgefahrenen Ohren. Gut, man kann es mit Haltung auch machen. Ja, das versuche ich. Dieses Stück ist jetzt voll im Laufen oder beginnt heute. Ja. Gibt es schon Pläne für die nächste Zeit? Naja, ja, es kommt wieder, in der Volksoper darf ich wieder Verlede spielen. Okay. Dann spielen wir die Golden Girls in der Komödie am Quai, aber das ist alles nächstes Jahr. Ja, ja. Ja, also Fahrt wird es nicht. Nein, Gott sei Dank. Da sage ich schon recht herzlichen Dank und wir wünschen Hals und Bein. Ja, halt uns die Daumen. Gut. So, da wären wir. Amüsieren Sie sich gut. Ich bin unten, falls Sie mich brauchen sollten. Wollen Sie mir nicht erst mal zeigen, wo die Leiche ist, Mrs. Piper? Dort. Hier? Ja, rufen Sie, wenn Sie mich brauchen. Moment mal. Ich sehe hier leider keine Leiche, Mrs. Piper. Die Leiche ist doch bei Gott groß genug. Na, hier. Da war sie. Also, wenn das ein Scherz sein soll, dann hoffe ich, dass der Inspektor Humor hat. Auf dem Weg ist er schon. Wir haben ihn aus dem warmen Bett gescheucht. Ein kurzweiliges Stück? Absolut. Absolut. Ein entzückendes Stück. Also lustig. Es ist voll Verdächtigungen und man weiß trotzdem als Zuschauer nicht, wo der Verdacht berechtigt sein wird. Agatha Christie mit ein bisschen Humor? Doch, ich finde schon. Also ich persönlich mag Agatha Christie sehr, weil sie eine sehr clevere Autorin war, die ganz köstliche Figuren erfunden hat. Und ich finde, dass das heute sehr gut besetzt ist. Ganz reizend wird gespielt, sehr, sehr gut inszeniert, eine niveauvolle Vorstellung. Und der Uli Fessel nimmt mir das total ab. Absolut. Sie ist die Person. Das sage ich schon, danke. Ja, bitte gerne. The Marshalls Privatsekretärin Miss Selby. Ist ganz verrückt, Marilyn. Woher wissen Sie das? Ich weiß alles, was hier passiert. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Papierkörbe sind meine Spezialität. Der Miss Selby war vergangenen Februar 44. Ja, aber sie sieht aus wie 35. Ja, und dann ist da noch die kleine Vicky, die Tipse, Victoria Reynolds, das ist ein nettes kleines Ding, die wird im August 20. Und ist die auch verliebt in Mr. Marshall? Nein, die schwärmen für Mr. Westerby. Ach, das kann ich verstehen. Er hat eine solche vornehme Blässe und spricht so schön. Hat Ihnen das Stück gefallen? Na, bis jetzt wunderbar. Es ist sehr, sehr lustig. Ich habe immer geglaubt, ich habe es gesehen, aber es war so ein ähnliches Stück damals mit der Elfriede Ott. Habe mich täuscht. Aber die Uli Fessel ist großartig. Nimmt mir die Rolle voll ab eigentlich. Ja, sowas möchte ich aber nicht zu Hause engagieren. Überhaupt ein Stück, das hat so ein bisschen einen Tiefgang auch dabei, bei allen Humor. Ja, sicher. Es ist wirklich ausgezeichnet und dadurch, dass sie so eine großartige Schauspielerin ist, ist das reinste Vergnügen. Erinnert ein bisschen an Agatha Christie, das Stück. Ja, absolut. So aller Miss Marple. Genau. Ja, genau. Na dann, recht, ja. Ja, dann wünschen wir einen noch weiterhin unterhaltsamen. Ja, ich bin schon neugierig, wie das ausgeht. Dankeschön. Gerne. Mal, ein einziges Mal. Es war ein Versehen und nichts Zweideutiges dabei. Ja, ich fand es auch recht eindeutig. Sie kam herein, als er versuchte, mich zu küssen. Oh. Und dann? Dann nahm sie den Brieföffner vom Schreibtisch. Diesen hier. Einen Augenblick lang dachte ich. Na? Naja. Wenn Blicke töten könnten. Sagten Sie töten? Das war doch nur so eine Redensart. Wirklich, Inspektor, ich glaube, ich muss mich gegen diese... Dieser von Ihnen kann es gewesen sein! Meiner Meinung nach befindet sich der Mörder jetzt hier in diesem Büro.
Ja, ich möchte mich ja nicht einmischen, aber dieser Brieföffner, den Sie da in der Hand hält, mit dem wurde er getötet. Das heißt, ein bekanntes, berühmtes Stück, das ist ja öfter gespielt worden, aber... ja, es, man kann schmunzeln, es ist auch dort sehr gescheit, eine sehr gescheite Komödie vor allem ist es. Die Uli Fessel brilliert in ihrer Rolle. Das ist unverwüstlich, die Frau. Ja, und wenn wir jetzt schon da sind, dann wollen wir natürlich auch Werbung in eigener Sache dann gleich machen. Im Theaterexperiment gibt es demnächst eine Premiere. Sieht man das Kartel? Ja, sieht man. Erwin Beil inszeniert Franz Kafka, der Prozess, 22. Oktober, Premiere, wird gespielt bis 9. November. Also ein ganz ein tolles Stück, ein Krimi kann man sagen, aber unheimlich spannend. Und das ist eigentlich ein ernstes Thema, kann man sagen. Ja, ja schon. Ja. Es geht sehr tief, es ist eine, ja, eine Diktatur. Das kann man ja sagen, jemand wird verhaftet, der völlig unschuldig ist, es auch weiß, und wird trotzdem gezogen durch alle möglichen Instanzen, obwohl er unschuldig ist. Es kommt zu einem Prozess, soll zu einem Prozess kommen, aber es ist wie in einem Labyrinth. Er findet aus dem nie raus. Also ich kann den Schluss gar nicht verraten, aber es ist klar, ja, wahnsinnig spannend. Also ganz toll. Erwin Beil inszeniert. Das Stück ist länger, weil bei der Premiere wird es bald ausverkauft sein, aber man kann es dann natürlich jederzeit sehen. Ja, es ist also vom 22. Oktober, ist Premiere, wir spielen 3 Wochen, also 15 Vorstellungen und bis 9. November. Immer Dienstag bis Samstag, 20 Uhr. Wir werden selbst anwesend sein und werden einen kleinen Beitrag machen, ist auf jeden Fall sehenswert. Danke. Auf jeden Fall, die Komödie Keine Leiche ohne Liebe ist zu empfehlen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ich sage schon recht herzlichen Dank. Sie liebte Mr. Marshall nicht. Und ich kannte Mr. Marshall recht gut, wie Sie so richtig bemerkt haben. Nicht so gut, wie Sie gerne wollten. Liebte er seine Frau? Ja, aber er wäre verzweifelt. Ihretwegen. Kennen Sie zufällig den Namen Ihres Liebhabers? Ja. Bitte. Da spannen Sie uns nicht auf die Folter! Ich habe keine Beweise, ich weiß, dass es wahr ist, aber ich könnte es nicht beschwören. Soll ich es trotzdem sagen? Ja! Ja, das Stück erinnert mich an einen Teil meines Lebens auch. Ich habe ähnliche Situationen erlebt, versuchte trotzdem ein anständiger Mensch zu bleiben, bei allem drumherum, turbulent wie das Leben selbst. Und die Schauspieler sind großartig, vor allem die Uli Fessel, die ich ja von uns beider Jugend kenne, wir haben auch gemeinsam gespielt, ist eine großartige Darstellerin. Das Ganze hat Spannung, genau richtig für das Theater hier. Ne? Fröhlich, lustig, interessant. Ich war sehr überrascht, wie die Pause jetzt war, dass das 1,5 Stunden bis jetzt gedauert hat. Das ist mir nicht so lange vorgekommen. Es ist also wirklich sehr kurzweilig. Es war unheimlich kurzweilig, sehr toll. Das war so gerafft alles. Es gab nie Längen drinnen. Ein toller Regisseur, ein wunderbares Theater. Ich gehe so gerne her. Ich habe an fast allen Theatern gespielt. Da noch nicht, da bin ich immer Gast. Ja. Da wird es aber Zeit, ne? Na ja, ich habe es gespielt vom Simpel bis zum Burgtheater. Genau, überall. Ja. Na gut, dann wünschen wir noch einen sehr unterhaltsamen Abend. Ja, vielleicht bleibt noch über, gibt es irgendetwas bei Ihnen selbst jetzt in der nächsten Zeit? Ja, ich führe momentan Regie mit der Dani Siegel zusammen. Mhm. Wir bereiten ein Stück vor mit dem Titel Die, wenn, sterben einsam. Okay. Und wenn, dann nur, wenn sie gut ausgeleuchtet sind. Das ist der Titel des Stückes. Und wir spielen das an 3 oder 4 Wiener Theatern, wechseln ab, einmal da, einmal dort. Wird interessant, aber mehr darf ich nicht verraten. Alles klar, hört sich interessant an. Danke. Danke. Gut ist es, Piper. Wir hatten doch viel Spaß. Und schließlich kann sich jeder einmal irren. Ich irre mich nie. Wächst aber ziemlich sauer, was? Ja. Aber schließlich konnten Sie ja wohl nicht beweisen, dass Marshall tot war. Den haben Sie auch ganz schön blamiert. Jedenfalls haben wir alle was Neues gelernt, was, Vicky? Wer mit wem? Mr. Lee. Ja. Auf dem Sessel war Blut. Kann man nicht irgendwie herauskriegen, von wem das war? Doch, ich glaube ja. Haben Sie eine Stammkundin vom Theaterexperiment?
heute in einem anderen Theater und heute bei einem lustigen Stück. Ja, sehr lustig, wirklich. Ja. Also es gefällt sehr und das, überhaupt die Uli Fessel ist ja köstlich, ne, wie sie das so überbringt, aber natürlich auch die anderen Schauspieler, ne, das Schauspielerin und Schauspieler. Ein kurzweiliges, schönes Stück. Ja, auf jeden Fall. Und ich komme auch sehr gerne in dieses nette Theater. Also das sind meine drei Lieblingstheater, Experiment, Komödie am Quai und das Center Forum. Da mache ich so die Runde. Das ist das Schöne an Wien, dass wir so viel Theater haben und jedes ist anders. Ja, das kann man wirklich sagen. Ja. Jedes für sich und jedes eigentlich, jedes einmalig. Ne? Mit sehr viel, auch sehr viel persönlichen Flair. Und fühlt sich eigentlich überall wie in einer wichtigen Theaterfamilie. Das sage ich schon recht herzlichen Dank. Danke auch schon.